Das Wetter. Ein Tief über Dänemark zieht nach Südosten. Es bringt kältere Luftmassen nach Deutschland. In der kommenden Nacht ist es teils bewölkt, teils klar. Leichte Schneefälle sind möglich. Die Temperaturen liegen etwas unter 0 Grad. Morgen Vormittag ist es bewölkt mit einigen Aufheiterungen. Trotzdem müssen Sie auch mit Schneefällen rechnen. Veränderlich bewölkt ist es dann am Nachmittag. Es gibt nur noch vereinzelt Niederschläge. Die Temperaturen liegen auch dann um 0 Grad. Gleich 7:07, hier ist der RTL Feierabend mit einer rasanten Meldung am Anfang. Ein Engländer hat eine Tankstelle in London überfallen und das zweimal hintereinander. Das ist vielleicht noch nichts Besonderes. Etwas außergewöhnlich wird das, wenn ich Ihnen erzähle, dass er jeweils als Waffe Obst benutzt hat. Oha. Ja, richtig, ganz genau. Er bedrohte den Kassierer mit einer Banane in einer Plastiktüte und beim zweiten Mal war es eine Gurke. Ja, Roy. Okay, Roy, du hast eine Karotte. Ich sehe es ein. Ich gebe mich geschlagen. Was willst du? Willst du Platten, Geld? Ich gebe dir alles. Aber nicht schießen. Nein, ich will ein super Powerpack mit CD-Player und vielen anderen Besonderheiten. Den gibt's gleich bei uns. Bye.
gleich 10 nach 3 ist der RTL Feierabend. Früher stritten sich Mütter, Großmütter mit ihren Söhnen um die Haarlänge. Heute ist es den meisten recht egal. Die Söhne achten selbst darauf, ob sie gut aussehen. Und gut aussehen kann auch ein Mann mit Zopf. Jawohl. In der texanischen Kleinstadt Bastrop sorgt jetzt ein haarsträubender Streit für Schlagzeilen. Streitobjekt, ein 18 cm langer Pferdeschwanz. Er gehört dem Schüler. Bonnie Bianco und Lonely is the Night. Ich hoffe, Sie sind nicht einsam, wir sind bei Ihnen. Es ist 3:15 Uhr, hier ist der RTL-Feierabend. Ich darf Ihnen was verraten, gleich gibt es bei uns einen super Preis zu gewinnen. Einen trierisch guten Preis, ein CD, PP 691, aber erst gleich bei uns. Stefan Mofirowski. Sound.
when you see me shed a tear, and you know that it's sincere. Don't you think it's kind of sad that you're treating me so bad, or don't you even care? Don't want your love anymore. Don't want your kisses, that's for sure. I die each time I hear this sound. Ist das eine Fanfare? Die ist trierisch gut und passt zu Trimedia. In Zusammenarbeit mit Trimedia in Trier machen wir das RTL-Schnipselspiel. Und es geht heute um ein super Powerpack mit CD-Player und vielen Besonderheiten. Und ich würde sagen, heute ist der 12. 12. Gut, der 12. Anrufer hat jetzt die Chance, diesen super Powerpack mit CD-Player, UKW und Mittelwellentuner, Stereo-Kassettenrekorder mit Autostop, Verstärker mit super Bass-Booster und Boxen zu gewinnen. Eine riesen Stereoanlage im RTL-Feierabend wird jetzt verspielt um gleich 20 nach 3 im RTL-Schnipselspiel. Sie kennen die Regeln. Ich spiele Ihnen den Anfang einer Platte vor. Wenn Sie wissen, wie die Platte heißt und wenn Sie wissen, wie der Interpret heißt, dann rufen Sie bei uns an. Es geht um diesen Wahnsinnspreis. Unsere Telefonnummer 00352 1331 und meine Frage, wie heißt diese Platte? Ja, ganz kurz war's. Also, der 12. Anrufer hat jetzt die Chance. 00352 1331. Was habe ich Ihnen da gerade vorgespielt? I'm
und wir spielen live um einen Superpreis im RTL Feierabend. Das ist 15.24 Uhr und am Telefon ist Sandra Pies aus Castellaun. Hallo. Hallo. Wie geht's dir, Sandra? Ja, gut. Ja, würdest du ganz gerne Stereoanlage gewinnen jetzt bei uns? Ja, würde ich. Wow. Hast du überhaupt eine? Nee, noch nicht. Hey, dann kannst du die wirklich gut gebrauchen. Ja. Ha? Also es ist ein super Powerpack mit CD-Player, UKW und Mittelwellen-Tuner. Das heißt, du kannst uns auch hören und zwar volle Pulle, denn es ist ein super Bass-Booster dabei. Stehst du auf harte Bässe, so gedunk, dunk, dunk. Ja? Ja, in der Diskothek so? Bitte? In der Diskothek hast du sowas ganz gern? Ja. Okay. Du musst eine kleine Aufgabe erfüllen. Ich hatte dir vorhin schon einen Titel vorgespielt. Ich mache das jetzt nochmal. Und wenn der aufhört, sagst du mir ganz schnell, was das für eine Platte ist, okay? Ja. Hier kommt unser Schnipsel. Und? Die von Meridian. Bist du dir ganz sicher? Ja. Okay. Wow, gewonnen! Hey, super! Wow! Wie geht's dir jetzt, Sandra? Super! Wahnsinn! Ist nicht schlecht, hä? Ja. Du hast gewonnen, ein Supertag CD PP 691. Wer super. Jubelt denn da noch mit im Hintergrund bei dir? Meine Mutter. Freut sich auch mit dir? Ja. Okay, ich sag dir noch, dass dieses Schnipselspiel in Zusammenarbeit mit Trimedia stattfindet. Das findest du in der Südallee 36, ein super Geschäft. Und es ist trierisch gut. Ich hoffe, du findest es auch trierisch gut hier. Ja, super. Hier gibt's die Platte für dich. Ja. Wow. Sandra, hättest du nicht gedacht heute Nachmittag, nee. Oder? Okay, ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag und viel Spaß mit dem Supertag PP 691. Ja, danke. Tschüss, Sandra. Tschüss. RTL aktuell das Wetter.
Teils bedeckt, teils sonnig strahlt der Himmel, dafür schmilzt der Schnee. Es ist nass und schmuddelig geworden, die Temperaturen liegen ebenso um 5 Grad über Null. Erst in der kommenden Nacht zieht's wieder an, die Folge sind leichte Frost- und Straßenglätte in Saarbrücken zurzeit, bewölkt und 2, Trier bewölkt 3 und Köln bewölkt 4 Grad. Die Schlagzeilen mit Friede Gutmann. Irak-Soldaten haben einen neuen Chef. Hussein tauscht seinen Verteidigungsminister aus. Europas letzte stalinistische Bastion fällt. Albanien hat seine erste demokratische Partei. Die Bewohner von Hanau können aufatmen. In der Stadt wurde keine erhöhte Radioaktivität festgestellt. Mehr dazu in den Nachrichten um 16 Uhr. Und jetzt Klatsch mit Ines Lang. Frank Sinatra Hotline. Heute hat Frankie Boy, wie ihn seine Fans liebevoll nennen, seinen 75. Geburtstag. Für $4 können seine Anhänger ihm per Telefon eine Nachricht bzw. Glückwünsche übermitteln. Sie müssen nur die Nummer 1 900 420 24 48 wählen und schon läuft das Aufnahmeband. Das Schöne daran, die Telefonleitung wird bis Oktober 1991 stehen bleiben und der Erlös ist für einen guten Zweck. Jerry Lee Lewis, heiße Musik. Gestern gab der Killer sein einziges Konzert in Deutschland und er riss zu wahren Begeisterungsstürmen hin. Von 15 bis 50, jede Altersgruppe war vertreten in der ausverkauften Theaterfabrik in München. Great Balls of Fire, Good Girlie Miss Molly, Tutti Frutti, Bebopalula, unvergessene Hits, die den Saal zum Kochen brachten. Eine Enttäuschung gab's dann doch. Obwohl Jerry Lee Lewis 15 Minuten länger als bei seinem letzten Konzert vor 7 Jahren spielte, versagte er jede Zugabe. Vielleicht ist seine Zugabe ein weiteres Konzert. Scarlett O'Hara, heißes Outfit. Die schwarze Kappe der Südstaatlerin aus Vom Winde verweht wird am Freitag im englischen Chester versteigert. Niemand kann bisher schätzen, wie viel sie bringen wird. Denn wer kann schon sagen, wie viel einem Fan oder einem Museum das schwarze Käppi von Scarlett wert ist? Das war RTL Aktuell. Es ist 15.33 Uhr. Thank you.
about her when I hear that whistle blow. Well, I can't change my mind. Oh, I knew all the time that she'd go, but that's a choice I made long ago. Listen to the von 21 bis 24 Uhr, Je T'aime, unser Erotikmagazin. Hallo, hier ist Erika Berger. Auch ich als Sexexpertin höre gerne die Sendung Je T'aime. Das ist nämlich Erotik pur.
John Bon Jovi und Miracle. Eigentlich relativ soft für ihn, aber eine Ballade mit Sicherheit auf dem Weg zu einem Riesenhit. Wir sind um 15 Uhr und genau 52. Wir warten auf den nächsten Hit. Wir warten auf Shakin' Stevens in wenigen Sekunden. RTL, das Wunschtelefon. Hallo, hier ist der RTL Feierabend. Wer ist denn dran? Ich heiße Gerald Schneider und ich höre UKW 88 und ich möchte den Titel Allgemeine Verunsicherung. Eiland in Thailand auf irgendeinem Eiland. Weiblicher Bekannter. Zu Hause ist Herr Meier eine graue Maus. Im goldenen Dreieck lässt er Sau heraus. Eine Lotusblüte wundet zart und fein. Von aller Rest der Blüte lädt Herr Meier ein. Ist Herr Meier, bitte sei mein Samurai. Selten steht. Er liebt an seiner Trudel nur ihren Apfelstrudel. Oh, oh. Ansonsten ist penibel Herr Meier im Beruf, liest Sonntag nur die Bibel und war noch nie im Hof, denn da sind für Herrn Meier die Damen viel zu teuer und außerdem auch Weiher nicht absetzbar von Steier. Mr. Meier, bitte sei mein Samurai. Mr. Meier, bitte sei mein Samurai. Zahlst du mir Cash, ob die aus der Wäsch, so schier kann's gar nicht sein. Herr Meier findet in Thailand nur Essen nicht sehr leibern. Doch die macht einen Kreischer und pfeift auf diesen Beischlag. Mister! Was ist denn? Such mich! Wo bist denn? Mister! Was ist denn? Such selber dich an Distel!
schwellen in die Adern. Das Wetter. Gummistiefel sind zurzeit wichtiger als Schneeschuhe. Die Temperaturen liegen so um 5 Grad über Null und bringen den ganzen wunderbaren Schnee zum Schmelzen. Heute Nachmittag ist wegen Schneematsch Glatteis auf den Straßen angesagt. In der Nacht ist es glatt wegen überfrierender Nässe. Das Thermometer soll morgen dann wieder fallen. Nicht auf den Boden, sondern auf minus 3 Grad. Der RTL Feierabend. Die Party. 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 Party in den Feierabend. Yeah.
Deshalb morgen und der blasse Mond wehrt sich noch mit letzter Kraft, bis er aufgibt und es nicht mehr schafft. Es wird morgen und der Zug rollt an. Ich spring auf und fahr davon und vermiss dich nach Minuten schon. Es wird morgen und du hältst mich noch wie ein neugeborenes Kind, atmest leise und dein Herz schlägt ganz still. Es wird morgen und der neue Tag legt sich leise auf dein Bett. Und ich hoffe nur, dass er dich nicht weckt. Genau 4:10 der RTL Feierabend. Schwere Vorwürfe gegen Innenminister Wolfgang Schäuble. Das Magazin Stern behauptet, dass Schäuble dem ehemaligen DDR-Devisenbeschaffer Schalk Golodkowski bei der Flucht geholfen haben soll. Bei der Flucht vor den ehemaligen Justizbehörden der DDR. Schäuble hat den Vorwurf zurückgewiesen. Gerd Müller-Gerbes in Bonn, wie soll denn die Fluchthilfe ausgesehen haben und was wäre dann gesetzeswidrig gewesen? Ja, das ist ja die große Frage, ob denn tatsächlich eine Fluchthilfe stattgefunden hat. Schalk Golodkowski hat, wie wir uns erinnern, in Moabit eingesessen, in einer Untersuchungshaft, weil er gegen Gesetze der DDR verstoßen hatte. Und er war in der DDR ein Gesuchter, weil er sich ungerechtfertigterweise bereichert haben sollte nach den DDR-Gesetzen, so wie sie damals bestanden haben. Und dieser Vorwurf, den die DDR-Behörden erhoben haben, hat sich nach dem bundesrepublikanischen Recht als nicht stichhaltig erwiesen. Also gab es keinen Verhaftungsgrund. Und so wie die Dinge jetzt liegen, liegt offensichtlich eine Fluchthilfe in dem Sinne seitens des Innenministers Schäuble nicht vor, weil keine strafbare Handlung vorhanden gewesen ist. Also er ist aus der U-Haft wieder freigekommen, weil er hier sich hat nichts zu Schulden kommen lassen. So ist es. Und er lebt jetzt am Tegernsee in einem Haus, was er für 4.000 Mark im Monat gemietet hat. Wo dieses Geld allerdings herkommt, das ist von sehr viel Zweifeln
umgeben, weil ja die gesamte Figur dieses Schalk Golodkowski eine sehr schillernde Figur abgibt im Gesamtgefüge des Sozialismus, wie er in der DDR geherrscht hat. Wird denn dahingehend noch weiter recherchiert, wo das Geld herkommt? Ja, da wird im Augenblick recherchiert und zwar ziemlich intensiv. Es gibt ganze Aktenberge, die in einer groß angelegten Suchaktion festgestellt wurden. Da gibt es noch keine Ergebnisse dafür. Es gibt aber Anhaltspunkte, dass eben dieser Mann in seiner Funktion als Staatssekretär und als Offizier des Staatssicherheitsdienstes ein riesengroßes Imperium aufgebaut hatte, was Devisen für die DDR beschafft hat, und zwar in zweistelliger Milliardenhöhe. Bricht jetzt eigentlich so eine Art Hexenjagd aus? Man hat den Eindruck, jedem westdeutschen Politiker werden seine Kontakte zu ehemaligen DDR-Politikern vorgeworfen. Muss da nicht irgendwann mal eine Grenze sein? Ja, diese Grenze ist sicherlich noch nicht erreicht, denn da kommt so vieles auf im Augenblick. Wenn man denn den Berichten glauben soll, die hier und da umlaufen, dann gab es Gespräche zwischen hochrangigen westlichen Politikern aus der Bundesrepublik mit Vertretern der DDR, die unter normalen Kriterien sicherlich unter Geheimnisverrat einzustufen gewesen wären. Was da dran ist oder nicht, das wird also die Untersuchung, die jetzt läuft, zeigen. Nur, dass diese Figur des Staatssekretärs Alexander Schalk-Golodkowski sehr schillernd war mit seinem COCO-Organisation, mit der kommerziellen Koordinierung, die eben diese Devisen beschafft hat, das ist unbestritten. Wir werden den Fall in jedem Fall weiter verfolgen. Zunächst mal vielen Dank nach Bonn. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. La 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 la
like a long, lonely stream. I keep running towards a dream, moving on, moving on. Like a branch on a tree, I keep reaching to be free. And you're feeling sad, I want you to always remember, yes, there's a place in the sun where there's hope for everyone. In Augsburg gibt es die rasantesten und heißesten Pizzas Deutschlands. Warum, das sage ich Ihnen gleich. Damit können Sie Wohnungsbauprämie und Sparzulage voll ausschöpfen. Reden wir darüber. Deutsche Bank. Es ist 16.20 Uhr, ist der RTL Feierabend. Ihre Pizza ist niemals kalt geworden, wenn Sie in Augsburg das Pizzataxi bestellt haben. Allerdings hat die Sache einen Haken, denn der 29-jährige Pizzabäcker, der so schnell die Pizzas gebracht hat, hat sich ein Blaulicht auf sein Autodach gesetzt. Ja, richtig, und hat dann auch noch die Hupe benutzt und ist an allen anderen Autos vorbeigefahren. Das ging natürlich nicht allzu lange gut. Die Polizei hat ihn festgenommen und jetzt sitzt er da mit seinen Pizzas. Hat eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Er die Anzeige und die Polizisten wahrscheinlich eine Pizza Margherita. Oh,
RTL aktuell das Wetter. Um 16.30 Uhr, wer nasse Füße bekommen hat, kann sich trösten. Heute Nacht und morgen soll es wieder kälter werden, gebietsweise sogar im Minusbereich bleiben. Und damit sind die gemeldeten Niederschläge wieder Schnee und kein Regen oder Schneeregen wie zurzeit. Das bringt allerdings Glatteisgefahr mit sich und bedeutet auch leichten Frost. Im Norden ist es morgen teils sonnig, teils wolkig. Der Süden hält sich bedeckt. Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt. Die Schlagzeilen mit Friede Gutmann. Niedrigsteuern in Ostdeutschland. Heute will die Koalition einen Kompromiss aushandeln. Fluchthilfe für Schalk Golodkowski. Schäuble dementiert die Vorwürfe. Sturm über der Nordsee. Die Ölplattformen konnten noch nicht wieder verankert werden. Regierungsumbildung in Bagdad. Hussein ernennt einen neuen Verteidigungsminister. Mehr dazu in den Themen um 17 Uhr und jetzt einen Blick auf die Straßen mit Ines Lang. Eine Meldung vorweg. Nach einer Bauzeit von nur knapp 4 Monaten ist heute die Harz-Hochstraße zwischen dem niedersächsischen Braunlage und Tanne in Sachsen-Anhalt wieder für den Verkehr freigegeben worden. Damit ist auch die letzte der Hauptverkehrsverbindungen, die durch die ehemalige innerdeutsche Grenze geteilt wurden, wieder durchgehend befahrbar. Jetzt der Blick auf die Verkehrsverhältnisse und Straßenverhältnisse. Zwar liegen die Temperaturen über Null, dennoch behindern gebietsweise Schnee und Eisglätte den Verkehr. So in Höhenlagen von Hessen, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bayern. Im Allgäu kommt man ohne Winterausrüstung fast gar nicht mehr voran und Lkw brauchen gerade auf Bergstrecken unbedingt Schneeketten. In unserer Region macht uns hauptsächlich der Weihnachtsverkehr zu schaffen. Auf der A46 Düsseldorf in Richtung Wuppertal zwischen Düsseldorf-Bilk und Düsseldorf-Unterbach 5 Kilometer zähfließender Verkehr mit Stillstand. Sonst der übliche Feierabendstau mit ein paar Autos mehr als normal. Verzweifeln Sie bloß nicht mit jeder roten Ampel und bleiben Sie gelassen. Das war RTL aktuell. Es ist 16.32 Uhr. John Wayne. Yeah. So I'm coming to London.
gleich 20:05 hier ist der RTL Feierabend. Bayer Leverkusen schaffte das Wunder gestern Abend nicht. Nach einem 0:0 flog die Gelsdorf-Truppe raus. Heute wollen es zwei deutsche Teams im Europacup besser machen und eine Runde weiterkommen. Der erste FC Köln reist zu Atalanta Bergamo und Dortmund empfängt die Mannschaft aus Anderlecht. Benno, wer hat die schwerere Aufgabe? Also, kann ich gar nicht sagen. Also, beide gleich schwer, würde ich sagen. Die Dortmunder legen um 20.15 Uhr los zu Hause. ZDF überträgt übrigens live. Sie müssen ein 0:1 aus dem Hinspiel wettmachen. Und man muss bedenken, zwei Leistungsträger sind nicht dabei bei den Borussen. Frank Mill, der ist verletzt. Und Michael Zorc hatte die zweite gelbe Karte in Anderlecht kassiert. Der ist auch nicht mit von der Partie. Dafür war Michael Schulz, hat grünes Licht bekommen vom DFB. Also, das wird sicherlich eine verdammt harte Kiste. Die Dortmunder setzen natürlich auf die Unterstützung ihrer Zuschauer. Es werden auch 50.000 im Westfalenstadion erwartet. Nur das Dämliche ist ja immer, wenn die richtig Feuer machen, dann ist die Borussen-Mannschaft, die in der Bundesliga ja eine ausgesprochen schlechte Heimbilanz ist, schon so oft nach vorne gerannt und hinten waren die Schotten nicht dicht. Und das ist die Gefahr. Aber die Dortmunder sind durch die Bank optimistisch, dass sie es packen können und dass sie ins Viertelfinale vorstoßen. In Dortmund spricht man vom Spiel des Jahres. Gibt es überhaupt noch Karten? Ja, Karten gibt es noch. Also man rechnet, wie gesagt, mit 50.000 Zuschauern. Das heißt, es ist dann nicht mehr viel Luft nach oben. 54.000 passen rein, aber ausverkauft ist bislang noch nicht gemeldet. Dafür kann ich aber sagen, das ist ja doch ein sehr, sehr wichtiger Umstand. Habe vorhin mit den Borussen noch mal Kontakt aufgenommen. Nahezu ideale Platzverhältnisse. Der ist natürlich tief. Das geht an die Kondition, aber trotz des Wintereinbruchs, also überhaupt keine Malaisen von der Seite her. Damit Voraussetzung für ein gutes, sicherlich für ein spannendes Spiel und Daumendrücken ist da angesagt. Nicht mehr kann ich da auch nicht prognostizieren. Ja. Und wenn ich den Bogen gleich zum ersten FC Köln schlage, heute Abend ab 20.30 Uhr bei Atalanta Bergamo. Die haben ihren WM-Star, den Argentinier Claudio Caniggia, wieder rechtzeitig in Form gekriegt. Der hat ja in Köln nur in den letzten, glaube ich, 15 Minuten gespielt. Heute ist er von Anfang an dabei. 1:1 das Hinspiel, da kommt auf die Kölner auch verdammt viel Hartes zu. Ich kann im Moment noch nicht einmal sagen, in welcher Aufstellung. Denn Anders Gieske, Olaf Janssen und André Rudi sind alle drei angeschlagen. Der letzte Stand der Dinge ist, ich habe vorhin mit Bergamo telefoniert, sollen alle drei spielen. Das hätte ich nicht geglaubt, mit zwei Sturmspitzen, Ralf Sturm und Frank Ordenewitz. Und das auch ein wenig überraschend für mich. Nach dem letzten Stand der Dinge soll Maurice Banach beim Anstoß auf der Reservebank sitzen. Aber keine Gewähr für das Ganze. Man wird sehen, kurz vor dem Anpfiff gibt Trainer Erich Rutemöller seine Aufstellung bekannt. Da finden wohl auch noch ein paar Tests statt. Und wer das Ganze denn verfolgen will, heute Abend ab 22.35 Uhr beim ZDF längere Ausschnitte. Also ein wirklich heißer Europapokal. Und ich hoffe nicht, dass beide, sowohl die Dortmunder als auch die Kölner, die Segel streichen müssen, denn das würde bedeuten, dass wir noch ein Eisen, ein einziges im Feuer hätten in der europäischen Runde, nämlich Meister Bayern München. Die Meister haben ja diese Runde aussetzen müssen, dann wäre es nur noch Bayern München, wie gehabt, wie so oft. Aber das wäre natürlich Kappes und Kokolores. Ne? Richtig, ja, hoffen wir das Beste. Nächste Platte hier bei uns im Programm heißt The Winner Takes It All. Ne? Ja, also der Gewinner nimmt alles mit, in diesem Sinne, Benno. Ne? Ciao. Tschüss. When we get together, the time is ours. We make the days seem like hours. Sharing the love and having fun, not realizing when the day is done. Now there are things that remind me of you. I'm wondering, are you listening to your radio? So, how I miss you so. Can hold you tight and whisper words you love to hear. Show how much I care, but you're not here. Oh, oh, how I miss you so. Right now, I wish to tell you so. Somehow, whisper in your ear how I miss you. Love to Love was the very first song. I'm thinking of you all night long. Longing for you started this flame. Brought back the memories, express no shame. I'm proud to say that you're my girl. I'm happy to know that you rock my world. Like the sun shining down from the heavens above. Love. Show how much I care.
genau 10 vor 5 ist es im RTL Feierabend. Ich habe ihn eben gerade gesehen, unseren Problemskill. Ich habe es noch verhindern können, dass er ins Studio stößt, aber so wie ich ihn... RTL, das Wunschtelefon. Wer ist denn dran? Hallo. Hier ist Udo Erhard aus Bonn. Ich höre RTL auf Kabel. Ich wünsche den Titel Dance, Dance, Dance von den Beach Boys und grüße damit meine Schwester. Es wird im Süden Schneefall prophezeit, sonst teils bewölkt und teils klar. Außerdem leichter Frost und Eisglätte, so wird's mit dem Wetter heute. Morgen dann bewölkt mit einzelnen Schneefällen und frischen nördlichen Winden. Auch am Nachmittag bleiben die Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt. Und wer schon gerne an übermorgen denkt, na gut, das sieht so aus. In der Frühe mäßiger Frost, auf neblig trüb, tagsüber Aufheiterung, aber weiterhin kalt. RTL Feierabend. Die Party in den Feierabend. See what I mean? I said, what?
RTL aktuell das Wetter. Im Süden gibt es heute Nacht Schneefall, sonst teils bewölkt und teils klar. Außerdem ist mit leichtem Frost oder Eisglätte zu rechnen. Morgen dann bewölkt mit einzelnen Schneefällen und frischen nördlichen Winden. Auch am Nachmittag bleiben die Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt. Die Schlagzeilen jetzt mit Peter Escher. Niedrigsteuern in Ostdeutschland. Die Koalition konnte sich noch nicht auf einen Kompromiss einigen. Irak-Soldaten haben einen neuen Chef. Hussein tauscht seinen Verteidigungsminister aus. Und zum Sport. Dortmund und Köln kämpfen heute Abend um den Einzug in die nächste UEFA-Cup-Runde. Mehr dazu in den Nachrichten um 18 Uhr. Hier ist erstmal Meldungen aus der Region mit Ines Lang. Familienmörder hat sich gestellt. Der 45-jährige Türke hatte am vergangenen Wochenende in Düsseldorf seine Ehefrau, seinen Sohn und einen Schwager erschossen. Nach dem türkischen Taxifahrer war bundesweit gefahndet worden. Heute konnte er festgenommen werden. Lotto-Sechser als spätes Erbe. Als ein Geschwisterpaar aus Luxemburg in der Brieftasche des verstorbenen Vaters alte Tippscheine gefunden hatte, war es beiden klar, die Zahlen wollten sie in seinem Sinne weiterspielen. Jetzt, 2 Jahre später, haben sie 12 Millionen Franken, ungefähr 600.000 Mark, gewonnen. Mit eben dieser Zahlenkombination. Die Familie kann es kaum fassen. Ein etwas spätes, aber umso großzügigeres Erbe unseres Vaters. Und das 2 Wochen vor Weihnachten. Schach als Schulfach. In der Gesamtschule Gelsenkirchen-Horst können Schüler das Spiel ab nächstem Jahr als Wahlpflichtfach nehmen. Genauso wie Fremdsprachen, Erdkunde und Geschichte. Etwa 20 der 9. und 10. Klasse haben schon Interesse angemeldet. Möglicherweise bleiben die Schüler aber auch hier nicht von Klassenarbeiten verschont. Die Note in Schach könnte nach den Worten des Schulleiters sogar ausschlaggebend sein für den Eintritt in die Oberstufe. Das war RTL aktuell, es ist 17.32 Uhr. Talk about love. Oh.
fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Swinging Christmas, 17:49 ist es, hier ist der RTL Feierabend und ich lade Sie ein zu einem kleinen Kneipenbesuch gleich. Away from you I see all the things you
gleich 6:03. Das war's vom RTL Feierabend. Hey Mädels, könnt ihr mir mal sagen, wer der schönste Moderator hier ist? Stefan Mofirowski. Oh, danke schön. Und wen mögt ihr denn nicht so? Jörg Krämer. Er kommt aber trotzdem gleich. Ich sag tschüss, bis morgen und frag, wer ist denn dran an unserem Wunschtelefon? Hallo? Hallo, Radio Luxemburg. Mein Name ist Hannelore Kampmann. Ich höre Sie auf Mittelwelle. Ich möchte sehr gerne mal hören von Achim Reichel, Kreuzworträtsel. Und ich möchte Sie und das ganze Team herzlich grüßen. Vielen Dank. Tschüss. Ich sah Sie irgendwo auf dem Titelblatt. Sie war so gut gebaut, so wie man es gerne hat. Gewinnen Sie einen Abend mit mir. Na, das wollen wir doch mal sehen. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich nahm Sie mit nach Haus und schlug die Zeitung auf. Und am Ende müsste ich dann wieder Kreuzworträtseln die ganze Nacht. Und am Ende müsste ich dann wieder Kreuzworträtseln die ganze Nacht. Liebes Gott, mit 4 Buchstaben. Ihr kennt Radio Peking, ihr kennt Radio Erivan, ihr kennt den Schwarzwald-Elch und ihr kennt WDR 2. Stopp! Und wie geht's euch dabei? Wir haben Wut! Wir haben Wut! Kalter Kaffee, alter Hut, gar nicht gut! Zieht euch ganz warm an, Freunde. RTL. Einfach fetzig, einfach schnell. RTL. Vorne R und hinten L. Wer war das? Geh aus meinem Leben. Schluss jetzt.